Und da sind wir im Käseland. Und warum heißt das Käseland? Achso, weil das hier ein bisschen aussieht wie Käse wahrscheinlich. Obwohl es scheint eine Wüste zu sein. Naja, gucken wir mal, was auf uns zukommt, würde ich sagen. Wir sind natürlich auf Platz Nummer 1. Wunderbärchen. Zack, die Map sieht auch wieder was größer aus auf der Karte. Aber sehr gut. Also, die letzte Map hier, ich glaube Baby Park hieß die. Die war auch cool, aber sie war halt eben wirklich mega klein. Zack, und hier ziehen wir die Leute schon wieder ab. Also ich denke mal, dass das dann im 100er CCM oder spätestens im 150 CCM, wenn wir den dann machen, auf jeden Fall auch schwerer wird hier. Zack. Hier kommt der Wow-Wow. Weil jetzt wieder 50 CCM, der ist halt wirklich noch ganz schön lame, muss man sagen. So, da ist er ja wieder, der Wow-Wow. Die Map hat auch viele Kurven. Ich denke mal, dass wir dann im 100 CCM oder so, also nicht im 100er, ich denke mal, da wird vielleicht mal einmal oder was vorkommen, dass wir vielleicht wirklich nicht ganz so gut abschneiden, aber in den 150 CCM oder dann, wenn wir die Rückwärtsrunden haben, ich denke mal, das wird dann schon hart werden, dass wir da auch einige Maps oder einige ja, Cups im Endeffekt doppelt machen müssen, weil wir da ganz einfach, ja, im Endeffekt nicht fertig kommen, also nicht klarkommen. Zack. Aha, Grünpanzer. Wir gehen so langsam in die dritte Runde rein. Da wäre eigentlich ganz gut, wenn wir da so ein Ding bekommen würden, damit wir diesen blauen Panzer, und apropos blauer Panzer, da kommt er auch schon, sehe ich gerade auf der Map. Da kommt er schon angeflogen. Und bumm. Sehr schön. Das war aber bestimmt noch nicht der erste und auch noch nicht der letzte. Also war schon der erste, aber nicht der letzte. Also da kommt bestimmt noch einer. Blitzi, Blitz, Blitz. Aber ich finde es übelst krass, was wir hier schon wieder für einen Vorsprung auf die anderen haben. Also entweder bin ich zu schnell oder Silber Mario oder wie er heißt, oder Eisen Mario heißt er, glaube ich, ist einfach zu langsam und vielleicht weil er zu schwer ist durch das Eisen. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. So. Ah, die driften heute aber wieder wie die Könige hier. Zack. Und hier ist ein Pilz gewesen. Ich habe ihn auch noch verpasst. Da ist wieder der Rocky. Also Rocky. Rocky heißt mein Hund hier zu Hause. Also der, mein richtiger Hund im Endeffekt. So. Boah, das war jetzt knapp. So. Rum um die Kurve. Und da vorne ist es schon das Ziel. Und da hat man es natürlich wieder geschafft mit einem riesengroßen Vorsprung. Metall Mario heißt er. Interessant. Man sieht man hier eigentlich auch die Zeiten? Nee. Also ich hätte gedacht, dass man vielleicht... Ah nee, hier gibt es ja gar keine Zeit, wann man, wer wann ins Ziel geht, glaube ich, ne? Na gut, ich würde sagen, gehen wir weiter.